Ja, liebe Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prison Architect. Und unsere Durchsuchung ist ja noch voll im Gange und wir werden jetzt hier mal ganz flott diverse Zellen machen und so, ne? Beziehungsweise werde ich den Trakt gleich komplett machen. Das Geld haben wir dafür. Ergo können wir das auch gleich fertig machen. Ja, wie gesagt, das wird unser Hochsicherheitstrakt. Jetzt muss ich gerade mal was gucken. Ja, ist richtig. Den ist das hier aber. Muss ich das gerade mal nochmal anders machen. Ja, wie gesagt, das wird unser Hochsicherheitstrakt. Das war gleich die, ich meine, wir haben zwar bloß zwei oder drei, was ich gesehen habe, an Leutchen, aber die wollen wir ja getrennt haben. Beziehungsweise müssen wir trennen, weil einfach sonst zu viel Stress da in dem Haupttrakt entsteht und das wollen wir ja vermeiden. So, wir müssen hier noch Wände reinziehen, sehe ich gerade. So, zap, zarab, zap, zarab. Gut. Hier müssen wir auf jeden Fall das noch ausstemmen. Den Beton. Weil das wird der Hof. Wie gesagt, wird alles integriert. So, hier wird der Fressraum. So, Serving Table. Wo haben wir denn den Serving Table? Hier ist er. So. Scheiße, passt nur einer hin? Naja, egal. Müsste reichen. Ich sag mal so, der Trakt an sich ist ja nicht groß. Spülbecken. Und Kühltruhen natürlich, oder? Wo ich immer nicht weiß, wie ich sie hinbauen soll, aber das ist, eher nebensächlich. Auf jeden Fall brauchen wir hier noch eine Staff-Door drin. Zap. Und hier brauchen wir überall noch Gefängnistüren. Nehmen wir mal eine kleine. Und da bauen wir große. So. Ja, da haben sie jetzt erstmal genug zu tun. Können wir mal schnell einen Vorlauf machen. Der Generator ist an, Wasser haben sie auch alle. Ja, müsste passen. So, wir können natürlich da oben auch gleich Büros machen. Dafür brauchen wir ja wie immer, war Schreibtisch und so ein Schnickschnack. Damit die dann auch gleich zu ihren Programmen können. Was mich noch interessieren würde, was ich noch nicht gesehen habe, ist, ob man, weiß ich nicht, ob die denn auch irgendwann, also ob ein Hochsicherheitstyp, also ein Roter sozusagen, irgendwann mal, weiß ich nicht, wenn er genug Therapien gemacht hat oder was auch immer, ob der dann auch wieder in normalen, also ob der dann auch irgendwann wieder orange wird. Da habe ich überhaupt keine Ahnung. Wäre mal ganz interessant zu wissen. Also wenn der halt, weiß ich nicht, XXY-Therapien gemacht hat, ob der dann halt irgendwie, ja, in Anführungsstrichen normal wird. So, jetzt können wir eigentlich schon mal die Räume ausweisen. Das wird der Duschraum.
Das wird der Hof. Das wird die Kantine. Das wird die Küche. Und das wird der Gruppenraum. So, Gruppenraum braucht auf jeden Fall ein breites Sofa. Machen wir mal zwei Stück. Klatschen mal zwei Fernseher hin. Und einen Billardtisch. Und noch ein paar Stühle. So. Jut, wie sieht's denn aus hier? Kommt da klar? Wie sieht's denn eigentlich mit Wasser und so aus? Liegt alles an, wa? Außer Strom, da fehlt noch eine Leitung. Gut, dann können wir ja Wasser legen. So, immer links, immer rechts. So. Und immer komplett runter. So. Duschraum braucht natürlich ohne Wasser. Das Spülbecken braucht auch Wasser und da unten brauchen wir auch noch Strom für die Herde und für die Kühltruhen natürlich auch. Aber die sind ja alle noch gut beschäftigt, wa? Also, da oben können wir noch Zellen ausweisen, beziehungsweise erstmal einrichten. So, Klo und Wasser. Ja. So. Gut, jetzt müssen wir eigentlich alles haben. Zellentüren haben wir natürlich noch nicht. Die kommen dann aber gleich. Der Hof ist auch noch nicht fertig. Rausgestemmt, also da ist überall noch jede Menge zu tun. So, wir fangen, werden jetzt langsam wieder wach. Gucken wir uns mal, ja, die Bedürfnisse sind aber dann auch allerhöchste Eisenbahn. Wir gucken uns das mal an. Die gehen zum Duschen, jawohl. Alle Mann drin. Stationiert ist auch einer, wunderbar. Können Sie sich erstmal hygienisch, Überlege ich gerade, wo meine. Aha. Ja, das ist okay, dass die noch weiter in der Fangzelle sind und sich nicht rausbewegen. Das werden wir bald noch ändern. So, Hygiene haben sie alle durchgeführt. Jetzt geht's zum Essen. Essen steht bereit, wunderbar. Kriegen sie auch alle was? Bis auf die Hochsicherheitstypen, aber die brauchen nichts essen. Leg jetzt einfach mal so fest. Jupp. Alle waren zurück. Jetzt haben sie ein bisschen Freizeit. Jetzt können sie ihren ganzen Privatkram machen. Die Balken gehen doch alle schön runter. So muss das sein. So, Arbeit läuft an. Wie sieht's mit der Stationierung aus? In der Wäschekammer ist einer. In der Putzkammer nicht. Doch, jetzt. Gut. Okay. So, wie sieht's da unten aus? Da unten fehlt auf jeden Fall noch Wasser, sehe ich gerade. Warum? Ist wahrscheinlich noch nicht gebaut. Ja.
So, hier liegt alles an. Der Hof ist auch fertig. Wunderbar. Dann können wir da den Rollrasen auslegen. Und einrichtungstechnisch ein paar Telefone hinbacken. Und ein paar Hantelbänke kriegen sie hoch. Wer kein Unmensch war. Und auf jeden Fall Lampen. So, apropos Lampen. Da können wir uns auch gleich nochmal beschäftigen. Dass wir hier mal in den Zellen das alles ein bisschen schicki machen. Okay. Gibt's keine Lampen oder was? Auch nicht schlecht. Ah, die Arbeiter haben ja ganz schön zu tun, wa? Die kommen irgendwie gar nicht so richtig hinterher. Mit dem ganzen Schnickschnack hier, was ich hier halt so binnen kürzester Zeit gerne haben möchte. Ah, kann ich natürlich den Zellentrakt auch noch nicht ne, in Betrieb nehmen. So, aber wir können da schon mal ein paar Türen einbauen. So, da bauen wir noch keine ein, da auch noch nicht, aber da können wir dann schon mal Staff-Doors drin machen. Staff-Doors können ja die Arbeiter selber öffnen, von daher kein Problem. So, aber mit den Bedürfnissen, das läuft noch nicht so gut. Die sind noch ziemlich hoch. Roter Bereich, kritisch und so, wa? Ein bisschen aufpassen. So, was habe ich? Ach, ich habe noch einen Hinweis gekriegt hier, war, lies den Brief des CEOs, haben wir gemacht. So, naja, gut, sollen sie mal machen. Wir werden mal gucken, ob hier alles läuft. Jetzt haben sie wieder Freizeit, sehr schön. Müsste ja rein theoretisch mal wieder ein bisschen was runtergehen da von den ganzen. Bedürfnissen. Ja, das sieht gut aus. Jo. Das passt. So, Essenszeit. Mal gucken, ob wieder Action ist. Das sieht noch ganz vernünftig aus. Gut. Freizeit, jawohl. So, wie sieht's hier unten aus? Wasser ist da unten immer noch nicht angekommen. Obwohl ja da eigentlich ein Rohr liegt. Der muss doch irgendwo... Das ist buggy, wa? Wie es aussieht. Werde ich mal nochmal demontieren, da das scheint irgendwie ein Bug zu sein. Weil ansonsten ist hier nämlich alles soweit flotti. So. Wasser liegt an, also. Kann irgendwie nicht das Problem sein. So. So, dann können wir hier überall die Gefängnistüren einbauen. Die Zellen sind soweit fertig. Und dann können wir eigentlich den Trakt in... hier ist wieder kein Wasser. Irgendwas stimmt da nicht. Kreis jetzt mal die Leitung ab, mal gucken, was denn passiert. Bau einfach mal eine neue Leitung wieder hin. Nö.
Na, kommt noch jemand? Also das scheint da irgendwie nicht so richtig zu funktionieren. Das ärgert mich zwar ein bisschen, aber... Ja, kann ich nicht ändern, wa? So. Gut, Zellen ausweisen natürlich, wa? Ganz klar. Zelle, zap, zap. So, bis hier. Bis da. Und Isozelle hier. Und Isozelle da. Und hier oben haben wir ja auch noch Zellen. So. Ach so. Büro, Büro, Büro. Büro. So, dann müssen wir auf jeden Fall noch eine Stationierung machen. Beziehungsweise müssen wir erstmal sagen, dass das jetzt hier alles rot ist. Beziehungsweise das ist hier nur für Personal. Patrouillen. Nummer 1. Nummer 2. Joa. So. Ja, der könnte auch noch den Gruppenraum hier machen, aber das ist jetzt so nicht unbedingt notwendig. So viel interessanter ist, ob dann hier auch mal Leute kommen. So, da werden nämlich die ersten Roten hier schon richtig shift. Verschifft. Oder so. Dann haben wir die nämlich da schon mal raus. So, Küche ist klar. Da können wir nochmal gucken in die Logistik. Ja. Das ist so korrekt und da ist auch korrekt, wa? Ja. Sehr schön. So, machen wir... Kann die Wäsche, kann man nur ein Ding machen? Aha. Das ist natürlich nicht so schön. Hm. Also ich habe jetzt keine Wäschekammer hier für die Kollegen hier, wa? ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht baue ich das nochmal ein bisschen um, aber erstmal lassen wir das so. So, damit haben wir jetzt alle hier. Die sind natürlich in Isolationshaft. Wie viel haben wir denn? Wir haben 2 Stück nur? Ah, wir haben bloß noch 2. Ah, okay. Alles klar. 2 Stück haben wir. Na, Hauptsache sind hier Trend, das ist erstmal das Wichtigste. So. Eine Stationierung spare ich mir hier erstmal noch. Weil wir haben eigentlich Wachen, die hier Patrouille laufen, wa? Wir scheinen da nicht genug Personal zu haben. Deswegen setze ich hier mal noch 3 rein. So, eigentlich müsste jetzt langsam mal hier einer kommen. Oder haben wir jetzt hier die Patrouillen etwa? Nee. Nur zu bestimmten Zeiten gemacht, ja. Kann das natürlich nicht werden. So. Gut. Gut. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir gleich nochmal eine Razzia, weil gerade so schön Schlafenszeit ist. So, damit hätten wir unseren High-Security-Trakt eingerichtet. Außer, dass das da unten mit dem Wasser nicht hinhaut, aber das ist... Keine Ahnung. Ich meine, ich kann jetzt nochmal... Stören tut's mich schon, ne? Nochmal irgendwie mit um die Ecke bauen. Vielleicht hilft das ja. So, was ich aber mal probieren wollte, ist was ganz anderes.
Weil mich das hier ein bisschen... Naja, das können wir natürlich nicht machen. Dann müssen wir das anders machen. Und wir haben hier ja keinen... ja, keine Metalldetektoren. Das geht natürlich auch nicht. Das können wir natürlich nicht lassen. So. Aha, okay. Gut. Weil ich stelle mir nämlich gerade die Frage, ob wir das nicht irgendwie doch lösen können. Das hier... Obwohl, das ist ja eigentlich... Eigentlich sind das ja immer... Grau können wir ja gemeinsamer Bereich machen. Und das machen wir auch gemeinsamer Bereich. Und jetzt gucke ich mal, ob wir nicht eventuell doch irgendwie das mit der Wäscheverteilung irgendwie noch anders regeln können. Scheinbar nicht. Schade. Ne. Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber wird schon irgendwie Gründe haben, wa? So. Eine Wäschekammer kann bloß das irgendwie, naja, ist halt die Frage, ob das daran liegt, dass wir hier irgendwie zu wenig Interieur haben. Keine Ahnung. Habe jetzt auch keinen Bock, das unbedingt auszuprobieren. Und da unnötig irgendwelche Sachen zu kaufen. So, gut, okay. Was haben wir da, Daniel? 220, ja. Das ist natürlich nicht so viel. Wir können aber mal schnell gucken. Päuschen, was wir an so an Gefangenen kriegen würden. 21 Insassen. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin, wa? Wir haben... Doch. Doch, das wollen wir hinkriegen. Wir haben 19 Gefangene und eine Kapazität von 36. 19 plus 21 sind 40. Nee, reicht nicht. Scheiße. Nee, dann nehmen wir die nicht. Das sind 17. Also 17 Gefangene könnten wir aufnehmen, maximal. Nee, okay, wir könnten jetzt natürlich von denen hier aufnehmen, aber naja. So, auf jeden Fall brauchen wir noch Personal, und zwar Psychologen. Ja, da reicht das mal einer. Weil dann können wir hier nämlich gleich mal ein Programm starten. Verhaltenstherapie, genau. Zap. So, was für Personal? Hohe Sicherung, Büro, genau. Zap. Na, reicht das mal eins. Genau. So, was haben wir hier? Gruppentherapie für Alkoholiker haben wir auch am Start. Ja, Problem ist, dass wir nicht genug Geld haben. Also wir werden wahrscheinlich zwangsläufig da oben den Trakt noch machen. Ich meine, das Fundament kann ich ja schon mal legen. Das ist ja kein Problem. Geld haben wir ja. Noch. So. Okay. So, gehen alle zum Duschen. Wunderbar. Jetzt gehen sie zum Essen. Das müssen, kriegen die dann da unten auch ihr Essen? Ja, wunderfein. Aber irgendwie 61% nur? Wieso bloß so wenig? Haben wir nicht alle ihr Essen gekriegt? Was ist das denn? Das ist natürlich nicht so schön. So, ich muss noch mal die Logistik mit der Dings hier. Küche da, ja, das ist korrekt.
Wahrscheinlich werden wir hier noch, das machen wir noch schnell. So, Strom. Da ist Strom. So, dann werden wir hier mal noch Personal einstellen. Denke mal, ein Koch reicht. Wie sieht es überhaupt aus hier mit dem mit der Arbeit? Zwei Gefangene haben sich qualifiziert, was ja nicht so doll war. Jener interessiert, 2 von 4 Teilnehmern haben bestanden. Mann, wie kann man denn eine Küchenunterweisung nicht bestehen? Ist ja unglaublich. Gut, okay. Die bauen ein Fundament, wunderbar. Gucken uns mal die Bedürfnisse nochmal an, machen mal schnell einen Vorlauf. Dass da nicht alle Essen gekriegt haben, das gefällt mir ja nicht. Weil das ist ja wohl so das Grundbedürfnis. Ich habe da jetzt nämlich nicht so den Bock, dass da jetzt gleich hier die Leute auf der Barrikaden gehen. Das wäre nicht so cool. Dass das so rot bleibt, das gefällt mir einfach nicht. Wie sieht mein Tagesplan? Achso, wir haben uns eben mal Freizeit nach der Arbeit. Nach dem Essen meine ich. Müssten wir wahrscheinlich nochmal ändern. Das war Duschen, Essen. Freizeit, Freizeit, Arbeit. Essen, Freizeit, Freizeit, Arbeit. So wie hier. Ja, müssen wir gucken, ob das, ob wir da vielleicht doch mal den Tagesplan ändern. So, ich mache hier erstmal einen Clean Break, wa? Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Von daher, bis denn.